2014 wurden 4 Hamburger Stadtteile zu Gefahrengebieten erklärt, um links in Erscheinung getretene Personen durchsuchen und bei Mitführung gefährlicher Gegenstände des Platzes verweisen zu können. Wenig später wurde noch ein weiterer Ort kurzfristig als gefährlich eingestuft, dem man so viel Brisanz bisher nicht zugetraut hatte. Das Hamburger Gewerkschaftshaus im Besenbinder Hof. Es war ausgerechnet der 1. Mai. Wie üblich zeigte sich die Gewerkschaftsspitze in Feierstimmung und demonstrierte den Schulterschluss mit der Sozialdemokratie. Hier in Gestalt des SPD-Bürgermeisters Olaf Scholz. Getrübt wurde die gute Laune von der Kritik am Umgang des Senates mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Kritik, die auch in der Gewerkschaft laut geworden war. Eine Spende für Lampedusa in Hamburg. Wir müssen die Leute füttern. Kein Geld mehr. Eine Spende für Lampedusa in Hamburg. Es ist mehr noch ein totaler Glücksfall, dass ihr euch entschlossen habt, euch bei uns zu organisieren. Lampedusa in Hamburg. Denn obwohl wir wissen, wie notwendig es ist, gerade dort zu organisieren, wo die Menschen am ausgeliefertsten sind, ist das doch in der Praxis eine fast unmögliche Aufgabe. Lampedusa ist in Verdi und Lampedusa ist Hamburg. Und hier für... Bürgermeister Scholz war mittlerweile zum Empfang im Gewerkschaftshaus angekommen. Weil manche das als Provokation ansahen, entstand eine Lage, die der Personenschutz des Bürgermeisters und die Polizei als gefährlich und der DGB später als undankbar einstuften. Ich würde Sie bitten, noch einige Meter nach hinten zu gehen. Und so wurde wegen dieser vertrackten Situation das Hamburger Gewerkschaftshaus am 1. Mai mit Zustimmung der Gewerkschaft abgesperrt. Reingelassen wurde nur, wer von der Polizei und den DGB-Oberen als unverdächtig angesehen wurde. DGB-Vorsitzende Katja Karger versuchte, die Stimmung zu retten. Wir arbeiten daran. Wir haben ja alle, wir haben, das wisst ihr doch, wir haben mit dem Bürgermeister, wenn er im Haus ist, in Sicherheit, für ihn zu sorgen. Und das haben wir getan. Der Bürgermeister ist aus dem Haus weg, er ist nicht mehr da. Und wir klären jetzt die Situation da draußen. Ich will doch meine Kollegen auch hier haben. Wir sind doch überhaupt nicht voneinander entfernt. Sozialstandards zu schaffen, um den Standort Europa zu schützen. Aber der Geist der präventiven Gefahrenabwehr war längst ins Innere des Gewerkschaftshauses eingedrungen. Das ist mir egal. Ich möchte bitte, dass Sie jetzt gehen. Hey, 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 hey! So endete dieser Tag für viele, die man für Störer hielt, ohne die übliche gewerkschaftliche Ansprache, aber dafür mit neuen Erkenntnissen. Das ist legitimer Protest hier, ja. Ganz in Ruhe, lasst mich reden. Pass auf. Warum ihr da nicht rein durft, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Weil die Angst haben, dass einige radikale Gruppen...
Ich bin Gewerkschaftsmitglied, ja, das ist auch mein Haus und ich darf auf die Veranstaltung. Ist dein Recht. Und es wird mir aber nicht gewährt. Dann sage ich dir warum, weil wir einige, nicht ihr, einige verfluchtere radikale Gruppen, innen und außen. Das hat doch nichts damit zu tun, das hat damit was zu tun, dass der DGB nicht den Mumm hat, hier runterzugehen zur Polizei, dass Gewerkschaften auf die Veranstaltung gehen. Okay, da bin ich mit dir einverstanden. Dann müsste einer runterkommen und vor euch laufen. Die waren ja gerade hier. Die waren ja gerade hier und haben sich nicht getraut. Ja, dann haben sie nicht den Arsch in der Hose. Ja. Okay. Das ist ein Skandal. Wir stehen aktive Gewerkschafter. Wir stehen Mitglieder in Ausschüssen und Vorständen. Danke. Und die werden nicht auf die Veranstaltung gelassen. Du gibst die Hand mir. Komm, du gibst mir die Hand. Junge? Niemand anderes wenden. Wer entscheidet denn das hier? Der Herr, der hier was zu sagen hat. Weiß nicht, wer das ist. Das ist doch Blödsinn. Das ist das Allerneueste, dass Gewerkschaftsveranstaltungen abgesperrt werden für Gewerkschafter. Das habe ich in Hamburg noch nicht erlebt. Und ich bin geboren in Hamburg. Wenn Sie das aufgenommen haben, können Sie es gerne senden. Das Fazit der DGB-Jugend am Tag nach dem Tag der Arbeit? Am 1. Mai wurden wir als Störende bezeichnet. Für uns gab es aber nur einen Störer, Olaf Scholz.